Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Der uns vorliegende Berufsbildungsbericht 2016 beinhaltet erstmals eine Zusammenfassung der Bildungsintegration von Flüchtlingen. Vielen Dank dafür. Wir wissen, dass die Zuwanderung Schutzsuchender, vor allem junger Menschen, die Lage auf dem Ausbildungsmarkt verändern wird. Es ist eine Herausforderung, bei der wir aus Fehlern lernen müssen. Wir haben aber auch die Chance, es besser zu machen. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung hat sich dieser Aufgabe als weiteren Schwerpunkt gewidmet. Bereits im September 2015 haben wir in unserer Erklärung gemeinsame Perspektiven von Flüchtlingen, erste Maßnahmen für eine erfolgreiche Integration eingeleitet. Dazu gehören beispielsweise der Ausbau der Integrationskurse oder die berufsbezogene Sprachförderung. Die zuständigen Ministerien haben spezielle Programme, aber auch die Bündnisse sowie der Arbeitskreis Integration der CDU-CSU-Fraktion haben weitere Handlungsfelder erarbeitet. So hat das Ministerium für Bildung und Forschung ein Maßnahmenpaket für Flüchtlinge geschnürt. Damit investieren wir besonders in die berufliche Bildung. 130 Millionen haben wir Ende 2015 für Programme und Initiativen bereitgestellt. So konnte die Causa-Servicestellen auf 24 Standorte erhöht werden. Sie informieren und beraten junge Asylbewerber, aber auch die Betriebe zur Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten. Zusätzlich haben wir Lernbegleiter für den Einsatz in den Einstiegskursen Deutsch beim Deutschen Volkshochschulverband qualifiziert, zusätzliche Bildungskoordinatoren für Flüchtlinge eingesetzt und regionale Servicebüros gegründet. Junge Flüchtlinge können so beim Übergang in das Berufsleben von uns gut begleitet werden. Wenn wir davon sprechen, dass im Jahr 2016 die Berufsausbildung fit für die Zukunft gemacht werden soll und Bildung für alle zu ermöglichen, müssen wir weiter an dieser Integrationsstrategie arbeiten. Das hat der Kollege Diaby auch bereits so gesagt. Ein Schritt zur weiteren Rechtssicherheit ist das Integrationsgesetz, das wir in erster Lesung behandelt haben. Es enthält Änderungen, die jungen Asylbewerbern und Geduldeten mit hoher Bleibperspektive den Zugang zu den Maßnahmen ausbildungsbegleitende Hilfe, Aktivierungshilfe für Jüngere und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen öffnet. In berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen können Sie fachspezifische Erfahrungen sammeln und gleichzeitig die deutsche Sprache lernen. Ich denke, das ist besonders wichtig. Aus diesem Grund haben wir die Mittel von 270 Millionen auf etwa 560 Millionen fast verdoppelt. Zusätzlich wurden mehr als 5.000 Deutschlehrer zertifiziert. Auch die Kursstunden und die Vergütung für Integrationslehrkräfte werden erhöht. Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive und auch Geduldete erhalten künftig die Sicherheit, nach erfolgreicher Ausbildung und einem nachfolgenden Beschäftigungsverhältnis weitere 2 Jahre in Deutschland zu bleiben. Auch das ist bei Ihnen gesagt worden, das ist die 3+2-Regelung und ich halte sie für gut und sie gibt uns Planungssicherheit. Sehr geehrte Damen und Herren, im März wies das Deutsche Wirtschaftsinstitut darauf hin, dass viele Unternehmen und Betriebe bereit sind, den Flüchtlingen Ausbildung und Arbeitsplätze anzubieten. Das sind positive Signale an uns. Unterstützen wir die Wirtschaft und das Handwerk in ihrem Bemühen. Für meinen Wahlkreis ist die Wohnsitzauflage ein Schritt in die richtige Richtung. Denn hier verlassen etwa 70% der Personen mit einem Aufenthaltsstatus bzw. mit bewilligtem Asylantrag wieder die Region. Und das ist schade. Was die Berufsbildung aller jungen Menschen betrifft, und das haben auch bereits mehrere Redner schon erwähnt, ich halte es aber dennoch für wichtig, es auch noch mal zu sagen, wünsche ich mir, dass zukünftig auf Länderebene und kommunaler Ebene die Belange von Berufsschulen besser wahrgenommen werden und deren Attraktivität gesteigert ist. Ich habe selbst auch mal in einer gearbeitet. Dazu gehört nicht nur eine moderne technische Ausstattung, sondern vor allem auch eine angemessene personelle Ausstattung. Zusätzlich müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Sprachlehrer flexibel und zeitnah, und hier betone ich besonders zeitnah,
in der Berufsausbildung von jungen Flüchtlingen eingesetzt werden und jede Berufsschule auch Förderangebote für Benachteiligte sowie Angebote für Leistungsstärkere vorhält. Ich rufe die Länder auf, im Ranking ihrer Schullandschaft den Berufsschulen einen vorderen Platz einzuräumen. Eine deutliche Qualitätssteigerung in den Berufsschulen sowie gut ausgebildete Lehrer tragen maßgeblich dazu bei, die duale Berufsausbildung in Deutschland zu stärken. Und ich denke, meine Kolleginnen und Kollegen, das unterstelle ich mal, das ist unser aller Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank.